Silvan, nein. Das weißt du. Nadja, du bist gerade anstrengend. Das ist okay. Kannst du bitte den Bildschirm drehen? Nein, jetzt pack das Ding endlich aus. Du bist jetzt seit einer Stunde, wartest du auf deinen Brief. Was ist passiert? Erzähl unseren Zuschauern. Also, ich war gerade mit dem Hund draußen und ja, das hier lag im Briefkasten und ich habe euch gesagt, ich mache die Kamera an, wenn es da ist. Das ist der Brief vom Oberlandesgericht mit der Bestätigung, wo ich jetzt mein Referendariat machen kann. Und ich platze vor Aufregung. Ich musste jetzt 1,5 Stunden warten, bis ich den aufmachen darf. Und ich kann normalerweise nicht abwarten. Abwarten. Deswegen, wir legen mal los, okay? Dum, dum, dum. 1.4., 9 Uhr. Das ist cool. Ich höre dich atmen. Krass. Krass. Ich weiß, wann ich mein zweites Examen schreibe. Und das findest du krass, dass dir so ein abgeht? Dem Geburtstag von meinem Bruder. Spitzmäßig. Das ist in 1,5 Jahren. Ja. Das ist mein Problem. Und dem sein Problem ist das auch. Guck mal, der schläft halb ein. Ich bin am Landgericht. Warum das denn? Da musst du doch hin und her pendeln. Das war doch bewusst, das jetzt tu nicht so. Witzig. 4 Jahre. Personalfragebogen. Sie kennt mich jetzt seit 4 Jahren und ich verarsche die immer wieder und die guckt mich immer an wie so ein Auto. Familienbezogene Leistungen. Tja, und wie viele Moneten gibt's? Das ist doch viel interessanter. Ist das krass, ich muss ja das ganze Ruhe durchlesen. Aber guck mal, obwohl die schon so einen Stapel an Unterlagen gekriegt haben, ist es schon wieder so ein Stapel, den ich ausfüllen muss. Du musst noch mehr ausfüllen. Ja? Vorlage bei der Krankenkasse, das fängt schon mal war gut recht an. Ich bin einfach Rechtsreferendarin zum 1.4. Cool. Irre. Unfassbar. Ich weiß, jeder denkt so, erstes Staatsexamen ist richtig krass. Du schneidest gerade meinen Kopf auf. Aber das Gefühl, Rechtsreferendar zu sein, ist auch mega krass. Hey, du kannst froh sein, dass es überhaupt stattfindet. Irre. Top. Irre. Was für ein krasses Gefühl, ey. Boah, habe ich mich drauf gefreut. Mega cool. Ja? Hey, ab 1.4. Wird das jetzt gefeiert? Gibt's besondere Infos von mir, wie es nach dem Jurastudium weiterläuft. Stellt euch das mal vor. Irre. Das heißt, ich sehe nicht nur Tipps, wie es Jurastudium läuft, sondern auch, wie es danach weitergeht. Deswegen bleibt dran. Lasst ein Abo da, um zu gucken. Ja. Falls ihr Interesse habt, dann genau. Ich habe bis jetzt ein paar Tage später, ich habe mich nach den ganzen Informationen und der Aufregung erstmal wieder beruhigt und habe auch ein bisschen recherchiert, weil ich hatte einige Fragen, die schwer zu beantworten waren. Vor allem, weil ich halt einfach Newbie bin. Okay, ich habe ein Staatsexamen, bin voll der Pro in Jura, aber so vom restlichen Leben. So Versicherung, ihr wisst ja, sowas lernt man ja nicht unbedingt in der Schule. Deswegen, also ich habe jetzt mir mal meine Unterlagen genommen, habe mich ein bisschen strukturiert durchgeguckt, was für Informationen es da gibt und die würde ich jetzt gerne mit euch teilen, weil ich bin mir ziemlich sicher, ich bin nicht alleine von allen Rechtsreferendaren da draußen, die sich einfach unsicher fühlen in Bezug auf alle Informationen und deswegen teile ich euch jetzt mal meine Erkenntnisse und wenn ihr welche habt, gerne in die Kommentare, dann können wir uns ein bisschen austauschen, weil ja, ich glaube, wir sind alle sehr nervös. Wir fangen erstmal damit an, dass ich am 1.4. anfange und da bin ich dann am Zivilgericht, das ist ein Landgericht in dem Fall bei mir, bis Ende August. Und von September quasi bis November bin ich dann bei der Staatsanwaltschaft in meinem Fall und dann bin ich nochmal bei der Verwaltung bis Ende März. Dann bin ich 9 Monate, habe ich meine Rechtsanwaltsstation sozusagen. Und nein, ich weiß noch nicht, wo ich da hin möchte. Ich habe mir das alles völlig offen gehalten, weil ich der Meinung bin, dass man jetzt in den kommenden Monaten bestimmt auch noch ein paar Lieblingsgebiete erfahren wird. Und ja, deswegen wollte ich mich da ungern schon festnageln lassen, wo ich hin möchte, sondern das entscheide ich dann einfach, wenn es soweit ist. Und natürlich da, wo ich auch hinkomme. Genau.
Und dann schreibe ich aber auch schon mein zweites Staatsexamen. Also das ist von jetzt an in anderthalb Jahren. November, Dezember 2022. Und danach ist noch quasi von Januar bis März 2023 habe ich dann auch ein Praktikum. Und dann gibt es noch die mündliche Prüfung und dann ist der ganze Bums auch schon wieder vorbei. Von daher 2 Jahre, here we go. Ja, das Referendariat ist spannend. Ich bin gespannt, wie man auch mit dem Unterhalt so klarkommt, mit den ganzen Büchern. Aber ich denke, das haben schon mehrere geschafft. Vor allem bin ich ja nicht direkt in München, das heißt, meine Miete ist okay. Und ja, ich bin echt gespannt, was da noch alles auf uns zukommt. Insbesondere mit der derzeitigen Situation, wie viel wir vor Gericht sein dürfen, wie die Arbeitsgemeinschaften stattfinden. Also ich bin echt gespannt, was da alles noch so passiert. Aber was ich mich frage, bringt man denn am ersten Tag vom Referendariat schon all seine Gesetzbücher mit? Oder nicht? Weil im Endeffekt, glaube ich, am ersten Tag macht man doch eh nur Organisatorisches und wird quasi in seine Gruppe geführt und vorgestellt. Und ich glaube, that's it, oder? Weil da wird es bestimmt... Are you crashing? Hallo, Freunde! Ich habe kein Corona, aber ich wollte das Video crashen und fragen zum... Ich habe eine Frage zum Insta-Post. Ich habe ja ein Video gedreht, also einen Instagram-Beitrag gemacht. Ich wollte nur okay. Ja, wenn ihr noch Fragen habt, einfach gerne in die Kommentare, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass es einige da draußen gibt, die keine Vorstellung haben von dem, was da alles so abgeht. Deswegen sagt Bescheid und cool, dass ihr eingeschaltet habt. Folgt uns natürlich auch gerne auf Instagram. Da nehmen wir euch auch nochmal auf andere Art und Weise mit. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video und bis dann!